Denn alle Lust will Ewigkeit. Benötigt alle Ewigkeit Lust. Genießende Substanz. Wenn ich das Nichts esse, genießen lasse meines Körpers an mir selbst, hungere, mich nicht vergifte, bemerke ich, es geht mir schnell besser. Ich dehne dissipative Genießenslust, Genießensenergie, Verlängerungen aus, indem ich das Leben verlängere. Müssen nur Menschen essen lassen, genießen, sich vertilgen, ersetzen, substituieren lassen an ihren Körpern für andere, durch andere, für etwas anderes? Muss man nicht das, was man die Liebe nennt, letztlich auf alles ausdehnen? Ist Liebe nicht etwas, was unvermeidlich ist, weil nichts stillstehen kann, weil in jedem Moment jedes andere Teilchen, Molekül, Atom sich in Wahlverwandtschaftsaffinitäten ständig vertilgen lässt, ständig umwandelt, ständig bewegt, ständig vereinigt, auslöschen lässt, neu synthetisiert, neue Konstellationen eingeht, sodass die Auslöschungsvertilgungsreihe die große genießende Lustsubstanz ist, die alle Ewigkeit benötigt. Die Ewigkeit benötigt das immer Bewegende, das nie stillstehen Könnende und somit das alles sich jederzeit in einem masochistischen Einverleibungs-Umwandlungsakt immerzu von, für, durch anderes einverleiben, einverlieben, vertilgen lässt, kontinuierlich es nicht anders vermag. Aber das soll geschehen gemäß Genießenslustprinzipien. Es soll doch immer Besseres, immer Gewaltigeres, immer Optimaleres, immer Gewalttätigeres, immer Optimalisierteres, immer Angepassteres Genießen erfolgen. Das Ergebnis soll, ja, was soll es? Wir denken noch ein wenig darüber hinaus nach.